ganz froh, die letzte Oper von Richard Strauss dirigieren zu dürfen. Es ist ein Konversationsstück mit Musik. Es bedeutet für das Orchester vor allen Dingen, dass man unheimlich subtile Farben finden muss, sodass der Konversationston, der auf der Bühne stattfindet, nicht zu sehr zugedeckt wird. Was ist denn das Problem in der Oper? Dass das Orchester zu laut spielt und die Sänger müssen brüllen und so weiter, ist eigentlich ganz vergnüglich gemacht. Das heißt, für jeden Musiker und für jeden Sänger ist es eigentlich ein sehr, sehr vergnügliches Stück. Und ich denke, dass auch das normale Publikum, wie ich so nennen mag, sein Vergnügen haben wird. In früheren Leben war ich ja mal Solohornist in der Staatskapelle Berlin und auch dort haben wir die Oper Capriccio auf dem Spielplan gehabt. Bei so viel Konversation gibt es dann einen Moment der Stille und das ist die berühmte Mondscheinmusik. Und die wird angeführt von dem ersten Hornisten mit einer unglaublich schönen Kantilene. Und es ist für mich eine der beseeltesten Musikstücke, die Richard Strauss je geschrieben hat. Und das ist so ein sogenannter Leckerbissen und auf den wir uns jeden Abend wieder freuen. Die Thematik, Ton oder Wort, die in dem Stück so wichtig ist, ich finde, das wird auch im Stück gesagt, es muss eine wunderbare, harmonische Verschmelzung von Dichtung und Musik entstehen und dann gibt es die Chance auf das Gesamtkunstwerk. Prima la musica, dopo le parole. For Flamand, the most important thing is the music. The words aren't even second. Prima le parole, dopo la musica. Das ist für mich als Dichter Olivier natürlich völlig klar. Ich meine, was ist zuerst? Das Wort, natürlich. Wer sich mit Worten nicht helfen kann, der kann vielleicht dann noch auf die Musik zurückgreifen. Für mich als Sänger, da ist die Frage natürlich ein bisschen komplizierter. Ich beneide oft Schauspieler für die, dass sie die Möglichkeit haben, sich ihren eigenen Rhythmus zurechtzulegen. Da sind wir natürlich eingeschränkter durch die Musik. Auf der anderen Seite habe ich nicht nur auf einmal von dem Schauspieler gehört, wie gebannt sie durch diese Kraft der Musik in Stücken, in Opern oft sind. Also, ich glaube, das werden wir nicht klären. The most important thing for me in the theater, in contrast to my character Flamand, who truly believes that music is the only way to go, the most important thing is the total drama. It's neither the words nor the music. And what Frau Fassbender has set up in this piece is that the music is much less interesting if it doesn't have words in this world we've created, as well as diversity of people and different beliefs, which is something that Frau Fassbender has also set up. Strauss hat sich mit diesem Stück ins 18. Jahrhundert, ins Rokoko zurückgezogen. Und es ist ein ganz bewusster Eskapismus. Und man muss sich
als Regisseur, als Regisseurin, glaube ich, entscheiden, will man das mitmachen oder will man das hinterfragen? Und ich habe mich für das Letztere entschieden. Ich kann das nicht übersehen, dass Strauß Nationalsozialist war, Clemens Krauß auch Nationalsozialist war, dass beide Nutznießer des Systems waren. Das kann ich so nicht mittragen. Und vor allem Sorge für gute Abgänge in deiner Rolle. Der Kern des Stückes ist das Theater an sich. Die Figur des La Roche sagt so unendlich viele kluge Dinge über das Theater. Das Volk bleibt kalt und wendet sich ab. Es wie auf der Bühne leibhaft gewinnt. Und in meiner Sicht ist es eben auch das Welttheater.